Scholz hat gestern ein Interview in der ARD gegeben und ich mache mir wirklich ernsthafte gesundheitliche Sorgen um unseren Bundeskanzler. Scholz spricht unter anderem von einer Wiederwahl in 2025 und das ist nicht nur ein kompletter Realitätsverlust, sondern erste Anzeichen von Schizophrenie. Alle Infos in diesem Video. Vor ein paar Monaten hatte ich ja schon ein Video über Kanzler Scholz gemacht und große Bedenken geäußert, dass er an starker Demenz leidet. Schließlich kann sich Olaf Scholz ja an viele wichtige Sachen nicht erinnern, siehe den Cum-Ex-Skandal. Aber gestern hat Olaf Scholz erneut ein Interview in der ARD gegeben, wonach ich mir noch viel schlimmere Sorgen um die Gesundheit unseres Kanzlers machen muss. Bei all den Sachen, die Olaf Scholz sagt oder die er eben vergisst, kann man jetzt davon ausgehen, dass er dies nicht mehr im vollen Bewusstsein macht und Olaf Scholz eventuell an Schizophrenie leidet. Und zur kurzen Erinnerung vorweg, die SPD und Kanzler Scholz fahren ja einen Negativrekord nach dem anderen ein. Olaf Scholz ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind nur 20% der Deutschen mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden. Das sind 8 Prozentpunkte weniger als im Vormonat und das ist der geringste Kanzlerwert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1997, also seit über 26 Jahren. Und unfassbare 78% sind mit Scholz unzufrieden. Zwei Drittel der Deutschen, also 78%, sagen, dass Scholz dem Amt des Kanzlers nicht gewachsen ist und 71% glauben nicht, dass er das Land gut durch eine Krise führen könnte. Tja, also zusammengefasst, Olaf Scholz ist einfach der schlechteste Kanzler aller Zeiten und das sehen nicht nur die Experten so, sondern auch die Bevölkerung. Und selbst Olaf Scholz weiß, dass er extrem unbeliebt ist. NIO schrieb gestern, Scholz kämpft mit Steuergeld gegen die eigene Unbeliebtheit. Ampel gibt 44 Millionen Euro für Werbeagenturen aus. Allein in diesem Jahr gab die Bundesregierung rund 44 Millionen Euro für Werbeagenturen aus. Mit Steuermitteln versucht die Ampel, ihre schlechten Umfragewerte zu bekämpfen. Die Ampelregierung und speziell Olaf Scholz sind also die unbeliebtesten Politiker, die wir jemals hatten. Und Olaf Scholz weiß das. Das ganze Land schreit nach Neuwahlen. Und trotzdem stellt sich Olaf Scholz jetzt in diesem ARD-Interview hin und sagt einen folgenschwerenden Satz. Schau dir mal folgenden Ausschnitt an. Wo man nicht drum rumreden muss, ist, dass es, wenn es schon schwere Zeiten sind, wenn die Bürgerinnen und Bürger unsicher sind, sie natürlich das gerne hätten, dass nicht viel diskutiert wird, sondern einfach alles gleich klar ist. Und das wird jetzt aber besser. Das ist erstens in einer Demokratie keine Sache, die man verordnen kann. Aber wir haben so viele Dinge zustande gebracht, dass das die Basis dafür sein kann, dass man in den nächsten zwei Jahren erreicht, dass dann auch angesichts der Ergebnisse die Zustimmung für die ganze Regierung, die sie tragenden Parteien, auch für meine und auch für den Kanzler, gut genug ist, um sich erfolgreich an die Wiederwahl zu machen. Sagt ein Bundeskanzler, der offenbar mit sich zufrieden ist, an einem Tag, an dem der Haushalt 2024 steht, die Koalition gerade noch so zusammengehalten werden konnte, aber der Vertrauensverlust riesig ist und das Leben für viele Menschen teurer werden dürfte. Bitte was? Hat Olaf Scholz gerade allen Ernstes von einer erfolgreichen Wiederwahl 2025 gesprochen? Hören wir noch mal hin. Erfolgreich an die Wiederwahl zu machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Olaf Scholz spricht ernsthaft von seiner Wiederwahl in 2025. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Olaf Scholz an Schizophrenie erkrankt sein könnte. Weil schauen wir mal bei Wikipedia rein, was Schizophrenie bedeutet. Dort steht, als Schizophrenie oder schizophrene Psychose werden bestimmte psychische Erkrankungen mit ähnlichen Symptommuster bezeichnet, die zur Gruppe der Psychosen gehören. Im akuten Krankheitsstadium tritt bei Schizophrenie Menschen eine Vielzahl charakteristischer Störungen auf, die fast alle Bereiche des inneren Erlebens und Verhaltens betreffen, wie Wahrnehmung,
Denken, Gefühls- und Gemütsleben, Willensbildung, Psychomotorik und Antrieb. Häufig werden nicht wirklich vorhandene Stimmen gehört. Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität sind möglich. Also, da habt ihr es. Störungen der Wahrnehmungen und anhaltende Halluzinationen. Und genau das ist es, was Kanzler Scholz seit langem hat und was in diesem ARD-Interview jetzt extrem deutlich wird. Kanzler Scholz hat wirklich die schlechtesten Umfragewerte aller Kanzler seit Beginn der Aufzeichnung seit 1997 und bereits jetzt will die ganze Bevölkerung Neuwahlen haben und dass Kanzler Scholz abtritt. Und trotzdem spricht Kanzler Scholz von einer erfolgreichen Neuwahl 25. Und sorry, aber diese Aussage von Scholz ist für mich wirklich der Inbegriff von Störungen der Wahrnehmungen und einer anhaltenden Halluzination. Das ist wirklich ein kompletter Realitätsverlust. Und da muss man an dieser Stelle wirklich ernsthaft fragen, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der starke Anzeichen für Demenz hat, siehe seine Erinnerung an den Cum-Ex-Skandal, und der jetzt auch noch starke Anzeichen für Schizophrenie hat, sollten wir dann wirklich so einen Mann 84 Millionen Menschen vertreten lassen? Und von einer Wiederwahl mal ganz zu schweigen. Also für mich gehört Kanzler Scholz und die komplette Ampelregierung sofort abgesägt. Und ein guter Anfang wäre jetzt ja mal die Abstimmung der FDP über den Verbleib der Ampel und auch deren Umsetzung. Aber selbst dieser Schuss wird höchstwahrscheinlich nach hinten losgehen. Gestern habe ich nämlich dazu meine Umfrage gemacht und knapp 30.000 Menschen haben abgestimmt und das Ergebnis ist eine Katastrophe. Ich hatte gefragt, die FDP macht eine Mitgliederbefragung über den Austritt der Ampel. Was passiert, wenn die Mitglieder für den Austritt stimmen? Und 2/3 der Befragten aus meinem Kanal antwortet mit, die FDP wird das Ergebnis ignorieren. Boah! Und daher habe ich jetzt wirklich sehr, sehr wenig Hoffnung für einen Rücktritt und für vorgezogene Neuwahlen. Weder die Bevölkerung noch die eigenen Parteimitglieder wollen die Ampel in der Regierung behalten, aber trotzdem will die Regierung nicht zurücktreten. Selbst die erworbenen Pensionsansprüche helfen da nicht weiter. Also bleibt uns schlussendlich nur das Abwarten bis zur nächsten Wahl 2025 und dass wir dann hoffentlich wieder einen guten Kanzler, einen gesunden Kanzler bekommen, der auch Politik für unser Volk macht. Was haltet ihr denn von der Aussage von Olaf Scholz, dass er 25 wieder gewählt wird? Leidet er an Schizophrenie? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.